Aber die VODs werden hochgeladen. Also wenn ihr sehen wollt, wie er gespielt hat, dann NEZ Smash auf YouTube. Abonnieren, liken. Genau, genau. Glocke anmachen, alles das. Safe, aber die Glocke, die gute alte Glocke. Jetzt haben wir Loser Semifinals zwischen Splash Mage und Justin. Justin heute auch mit einem bisschen komischen Pick, den man nicht erwartet, den Ryu. Genau, also wir haben viele Leute gesehen, die irgendwie Side-Characters gepickt haben. Wir haben ja auch irgendwie den Terry von Splash Mage gesehen zum Beispiel. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, da komme ich nochmal raus. Aber nee, ich glaube auch nicht. Aber der war eigentlich ziemlich gut. Hat ja auch ein Game gezogen von Ice-T. Und ja, jetzt ist aber nur noch einer auf seinen Side-Characters, und zwar Justin, auf seinem Ryu, den wir eben schon gesehen haben. Also auf jeden Fall clean. Genau, guter Justin Ryu zieht auch das ganze Turnier durch. Er zieht einfach Ryu komplett durch. Hat auch noch keinen Fox oder Seth gepickt oder so. Und das Matchup, ich weiß gar nicht, wie cool das ist. Also ich glaube, für Ryu ist es gar nicht so cool, da reinzukommen. Also sein Hadouken natürlich wird durch alles gecancelt, was Robin hat. Wird sowieso durch alles gecancelt, was es gibt. Und er muss halt irgendwie reinkommen bei Robin. Und wenn er halt diese Nair macht oder, keine Ahnung, so eine Fair, ist halt schwierig für Ryu reinzukommen. Aber wenn er reinkommt, boah, kann er ihn gut killen. Der ist halt wie gerade war es fast. Und ist gerade komplett über. Schöner Parry. Schön. Schöner Parry-Up-Smash einfach. Und auch nur mit diesem Special-Parry-Sound, den diese Charaktere haben. Aber ja, safe. Ja, die Lead ist nicht lange da geblieben. Nee. Ist immer der Klassiker. Man hat den Lead direkt geholt und dann direkt tot. So, mal sehen, wer jetzt den Lead ausbauen kann als erstes vom zweiten Stock. Ja, da sieht man die Shakunetsu, die Adokens, auch wenn die rot sind, die bringen da nichts, weil Robin kann einfach Thunder durchmachen, kann den Schwert durchwerfen. Oh, was? Oh. Ja, es wird hart gepunished. Ah, doch ja, nicht. Okay. Ja, ist das sogar relativ light noch gewesen. Hat ihm gegönnt. Er macht Thunder Camping, okay, okay. Und wenn einer was über Zone weiß und Projektile, dann ist es Splash Mage. Auf jeden Fall. Habe ich selbst auch schon erlebt, leider. Ja, wir bleiben ein bisschen bei den Projektil Wars. Also Justin kommt nicht irgendwie nie rein, aber... Oh mein Gott, ist rausgegangen. Gewesen. Oh, das ist krass. Also ich glaube, den hätte er sogar erwischt. Und das wäre wahrscheinlich ein Kill gewesen dann, ne? Ja. Aber die Chancen muss man natürlich nutzen. Ja, wenn er die Daumen wieder durchgezogen hätte, dann wäre es gewesen. Ah, yes, Ledge Trapping von Splash Mage. Okay, kommt er wieder Daumen durch und greift die Luft an. Aber er kommt safe durch, alles gut. Riese abgewendet und jetzt ist Splash Mage offstage. Pai-ai. Oh, das ist so fies. Oh, so fies. Ja. Weil man denkt, okay, ich muss das schilden, aber man versucht mich einfach, okay, ich schiebe mich einfach. Kannst du nichts machen. Oh, ach guck. Kopf an Kopf. Sehr gut. True 5 hier. Ja, es bleibt knapp. So, beide tasten sich ein bisschen ab, wie jetzt ja, Pokémon Stadium. Was ich ja sagen würde. Okay. Oh, was passiert hier? Das sind Connections, die habe ich noch nie gesehen. Fan to back air? Justin erfindet gerade Ryu neu. Ja, echt. Also. Man sieht auch, Splash Mage geht ein bisschen rein, weil er vielleicht ein bisschen Druck bekommen hat. Und es funktioniert auch auf einmal. Side B. Okay, rollt er sehr gut durch. Direkt ein paar abgewandt. Okay. Wieder nicht. Oh, er wollte wieder alles im F-Smash. Dang. Oh mein Gott. Das ist halt so gefährlich und so scary, auch wenn Ryu einfach in deinem Gesicht ist. Ja, volle Kanne. Also ich meine, der braucht ja auch nur einen Tilt, um dich zu killen. Oh Gott, er ist rausgekommen. Ich dachte, er sei immer da tot. Oh, und der Upsmash schon wieder. Er nutzt den so gut. Oh mein Gott. Die Tools darf man bei Ryu echt nicht vergessen. Er hat einen guten Upsmash. Ja, und das macht auch super geduldig. Er weiß, er kann die Aries von Splash Mash nicht punishen und jumpt einfach raus. Ist eine Legend ein. Oh Gott. Oh ja. Das ist der Klassiker. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Down Beyond the Ledge. Klar, Arc Fire. Das ist immer stark und... Ja, wie wir gesehen haben, consistent. Und Batterieleistung lässt nach. Also mal gucken von wem. Wenn einer stehen bleibt, wissen wir Bescheid. Ja, 1-0 für Splash Mage hier gerade im Loser Semifinals. Ja, ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass es so knapp wird. Also ich hätte eher gedacht, dass Splash Mage noch ein bisschen gewinnt. Ja, dachte ich auch. Aber wir haben ja bisher auch von Justin immer gesehen, dass er echt mit Ryu auch gut was kann. Also bisher hat man ja immer nur den Ken gesehen, der auch schon auf einem guten Level war, aber Ryu auch. Heute auch schon den Crew-Bild ist. Ja, nee, aber der Ryu ist legit, der kann was auf jeden Fall. So, und Splash Mage dominiert hier wieder, ist einfach Center Stage, der chillt da einfach.
Ja, es ist eine legitime Taktik, also auch gerade gegen Charaktere, die so ein bisschen mehr stationary sind, ne? Er baitet die raus und wenn dann der Jump kommt, dann gibt's eine starke Aerial. Ist legit, auf jeden Fall gute Taktik. Absolut, so ein bisschen so à la Samus, ein bisschen Tartum chargen. Ja, safe. Macht er bloß mit seinem Thunder hier. Okay, aber Justin findet immer wieder diese kleinen Openings, wo er dann reinkommt und dann guten Damage bekommt. Oh nein, das ist okay. Wohl wirklich? Für den hier, okay. Ich glaube, hast Smash nicht gekillt, oder? Ja, ich denke auch. Aber Smash Match wird's besser wissen. Er dachte so, ja, Zahn mag ich nicht, brauche eine andere. Und den Kill kriege ich eh, wie man sehen kann. Er hat sein Horoskop gelesen, die Zahl war nicht gut. Ja. Okay, aber Justin wieder am Zug. Kann er jetzt ein bisschen was aus dem Opening rausbekommen? Oh, okay, doch nicht. Okay, einfach raw, ne? Wir sind zu lange gedauert. Und ich finde, das ist das Perfide auch bei Robin, ist man denkt, okay, der ist so ein bisschen der Sona, machst du seine Spells, wenn ich drin bin, dann ist es chillig. Ach, wenn du drin bist, ist es nicht chillig. Nee. Ist gar nicht chillig, dann macht er seine scheiß Aerials. Und dann hast du 30% auf einmal. Oh, okay. Ja. Ey, okay, Double Downer. Ja, ist glaube ich auch schon, weiß nicht, im Set davor war auch schon irgendwie 2 Spikes, also die sind irgendwie down. Okay, für Justin. Die sind wirklich down. Wirklich, ja, also ab eher into Shoryuken hat er eben gerade versucht. Schön. Das ist auf jeden Fall, kann man mal versuchen, das ist cool. Oh, ja, okay. Ja, da sieht man auch ein bisschen, dass der Ryu noch nicht ganz so drin ist, dass noch ein paar Missipus drin ist. Und ja. Der Ryu ist natürlich kacke mit den Kommandoputs, wenn man das nicht drauf hat. Ja, auch einmal ist er so offstage gesidebeat, also hier mit dem Tatsumaki. Ah, ja. Das sind dann halt so Dinger, wo du so siehst, okay, das hat er auf keinen Fall gewollt und das ist auch richtig schlecht gerade. Ja. Okay, er kommt immer gut von der Ledge. Also bis auf den letzten Stock im ersten Game. Wieder die Fair. Ja. Das ist perfekt. Was auch wichtig ist, also habe ich hier generell im Norden das Gefühl, dass es wichtig ist, dass man von der Ledge wegkommt. Ich meine, wenn man sich jetzt die Leute, die jetzt gerade noch drin sind, anguckt, dann ist jeder davon irgendwie ziemlich gut an der Edge. Also der Gewinner von diesem Set muss gegen dich spielen zum Beispiel. Gegen dich an der Edge ist Hardcore. Hat man so sein zweites Zuhause dann an der Ledge. Ja, genau. SDN halt auch einfach absolut. Crazy an der Ledge. Hat man auch im Kirby gesehen vorhin. Das ist auch seine Heimat. Ja, safe. Oh, ja, aber sowas was? Von. War das Buch oder was? Nee, das war, das war der zweite Hit von der Nair. Die Rechtshand hat ihn dann links gehittet. Oh. Okay. Er weiß Bescheid. Ja. Gut. Okay, ja, kann man sagen. Also ich muss auch sagen, ich will persönlich lieber gegen Justin spielen. Okay, bin, ja. Bin ich ehrlich. Also ja, ich glaube, letztes Turnier hast du gegen Splash mich verloren, oder? Genau, habe ich zweimal gegen ihn verloren. Dann hat er mich eliminated. Und gegen Justin habe ich halt auch schon gespielt. Und ich finde auch einfach, Robin ist nicht so angenehm. Also sieht man jetzt auch. Ja, nee, also ich mag auch sowas wie Downbeat zum Beispiel, wenn du in der Downbeat drin bist und denkst so, ja, kann ich da raus smash die ein oder gar, funktioniert gar da nichts. Machst du gar nichts. Ja, ist auch schon unschön, das Ding gegen das Schild zu bekommen, bin ich ehrlich. So, jetzt hier Lumio City Musik im Game 3. Ja, mal schauen. Oh, okay, ja, lebt noch, okay. Ja, mal schauen, ob Justin hier jetzt auch nochmal ein Game gewinnen kann. Würde ich feiern, auf jeden Fall. Ja, würde ich auch. Generell habe ich ja auch schon ein paar Mal on-stream heute gesagt, ich wünschte, das wäre ein Game 3 geworden, also in den Pools. Da war es auf jeden Fall einige Male sehr knapp und ist dann doch nur 2-0 ausgegangen. Ja, heute in den Pools war sowieso Action. Also ich weiß, ich glaube, jeder Pool hat irgendwie eine komische Sache dabei, ja, auf jeden dass Fall. Wir dieses Bracket jetzt bekommen haben. Ein Pool mit 2 DQs. Das waren auch die einzigen 2 DQs. Okay, da wollte Splash wieder für den Daubi gehen. Oh. Okay, killt er von oben? Ah, nee. Das geht noch nicht. Ja, noch nicht. Okay, das Game sieht auch relativ wie aus, ein bisschen besser für Splash Mage. Oh, er hat darauf gewartet. Down End to Shoryuken. Cool, cool. Ja, ich glaube, Area Shoryuken ist nicht so stark. Sie hat sich gekillt, aber die Bagger, die killt, das ist so, so stark. Und die ist so schnell. Oh, okay. Damit kannst du die also neutralisieren. Ah, schön. Okay. Sehr schön. Also lässt sie nicht abhängen hier. Ist auch wichtig. Ja, man hat auch gerade gesehen, man kann theoretisch die Arcfire im Flug kann man die schlagen, dass sie dann ausgecancelt wird, aber das ist mega schwierig. Ja. Schöner Damage von Justin. Oh mein Gott, ich dachte mal jetzt eine Down-Air von Smash Match oder so. Okay. Langsam aber sicher hat sich das Smash Match wieder von der Ledge rausgekämpft. Und oh, was ist denn hier los? Er macht hier Tunnel-Combo, weil hier.
Oh, jetzt wieder Justin Hedge. Oh, das ist so eklig. Ja, nimm einfach den Hit. Muss man echt sagen. Also manchmal rollt er bloß nicht rauf. Aber ja, da ist der F-Smash trotzdem. Ja, da denkt man kommt da raus mit der Down-B aus der Edge. Aber Smash Mash war einen Schritt weiter, haben sie den mit dem S-Smash abgefangen. Mhm. Und jetzt ist Justin vielleicht auf seinem Tournament-Stock aus seinem letzten Leben. Ja. Oh, kein Down-B heute. Na-ah. Oh-oh. Oh, okay, jetzt wird er nervös. Jetzt wird Justin ein bisschen kurz raus. Oh, clean. Mit dem Airy hatte das Schwert davon Smash Mash gefangen, was er ihn da ein bisschen covern wollte. Und der Bäcker hat ihn einfach gekillt. Oh nein. Oh Gott. Ja. Das Feuergefängnis von Smash Mash. Okay, schön wieder reingekommen. Aber er hat ordentlich Damage durchgefressen. Kann man. Oh, jetzt die Chance. Dann nicht den, wenn er den Jablock bekommen hätte, das wäre crazy gewesen. Hätte er guten Damage machen können. Und er hat keinen Jump, glaube ich. Oh, er will mich, wollte mit der Abby spiken. Okay. Er geht auf Style. Einmal hat das auch schon funktioniert bei Splash Mage, ja. Ja, hatten wir gerade eben gesehen gegen Megaman. Oh, okay, aber Shuriken, Justin lässt sich nicht ganz abhängen. Ab Air. F-Smash, okay. Noch ein Ab Air. Noch so ein kleiner Jab Shuriken. Ja, vielleicht noch einer von denen. Ja, 78. Okay, schon mal machen. Lebt er? Ah, gar nicht. Okay. Gar nicht gelebt. Ich dachte auch, wenn das genau in die Ecke, die Eid vielleicht, aber. Ah, das war explodiert. Das war Atombombe, nee. Ja, und damit.